Hallo liebe Freunde des gepflegten Survival-Aufbau-Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Frostpunk 2. Wir müssen ein bisschen im Auge behalten, dass es bald noch zweimal kälter wird. Und wir haben einen stetigen Mangel an Fertigbauteilen und an Wärmemarken. Und meine Idee jetzt gerade zwischen der Aufnahme, als ich mit dem Twitch-Chat gesprochen habe, war, dass wir oder ich eigentlich auch noch ein weiteres Forschungszentrum bauen will, damit das Ganze ein bisschen schneller geht, was die Forschung angeht. So, und wir müssen auch weiter zusehen, dass wir... Guck gerade mal, können wir noch ein... Nee, Wärmezentrum? Nein, die Wärmezentren sind echt teuer, die brauchen 80 von den Marken. So, was ist hier los? Massenproduzierte Waren. Oberhaupt, ein junger Ingenieur hat uns Pläne zur Massenfertigung von Prothesen unter Verwendung minimaler Ressourcen vorgelegt. Durch die Fertigung in Standardgröße könnten versehrte Arbeitskräfte ihre Arbeit in kürzester Zeit wieder aufnehmen, prahlte er. Die Prothesen werden selbstverständlich nicht besonders robust sein, aber dafür können sie spottbillig produziert werden. Geht eine kaputt, bekommen die Arbeitskräfte einfach direkt die nächste zur Verfügung gestellt. Sollten wir unsere Industrie zusätzliches Material zur Verfügung stellen, um nach diesen Entwürfen zu produzieren? So, Prothesen in Serie fertigen lassen. Der Materialaufwand ist die Verbesserung der Lebensqualität unserer Einwohner und der Effizienz der Stadt allemal wert. Massenproduzierte Waren erhöhen den Prozentsatz an aktiven Arbeitskräften, aber erhöht auch den Materialbedarf. Beziehungen verbessern sich mit Neulondoner oder Ordnungswahrern. Ist das jetzt ein Gesetz oder was ist das? Wir haben aktuell genug Material, von daher... Ich weiß bloß nicht, ob das jetzt ein Gesetz ist. Es steht hier nicht so richtig da. Massenproduzierte Waren. Hatten wir das nicht schon mal? Ich stelle das mal zur Abstimmung für euch. Ihr könnt da jetzt im Chat einfach mal abstimmen. Über das Overlay. Über die Twitch-Integration. Was wir jetzt machen. Weil so richtig sicher bin ich mir jetzt nicht, was hier der richtige Weg ist. Ich denke, es ist nur eine Anweisung. Okay. Ja, im Moment seid ihr davon auch nicht überzeugt. Wobei Arbeitskräfte natürlich immer gut sind. Ich fände es echt cool, wenn die Twitch-Integration auch nicht nur für Desktop gehen würde, weil ich glaube, so viele schauen auf Desktop gar nicht zu, oder? Luna stimmt für 1. Dann wäre es unentschieden. Meiner einer ist mit iPad am Start. Ja, alles gut. Es ist halt blöd, dass die Integration halt nur am PC geht. Ich verstehe auch ehrlicherweise nicht, warum das so ist. Warum Twitch nicht in der Lage ist, sowas auf allen, oder jedenfalls auch auf mobil anzubieten. Ist ein bisschen schade eigentlich. Aber gut, ich weiß nicht genau, ich kann hier nicht sehen, wie viel dagegen gestimmt haben. Da steht halt einfach nur 100%. Das heißt, alle, die abgestimmt haben, haben dagegen gestimmt. Ja, das kann auch sein, Rallypop. Ich stimme auch mal dagegen, weil ich mir ehrlicherweise nicht sicher bin, ob das so viel bringt. Okay. So, jetzt wollen wir kurz überlegen. Ich habe jetzt... Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports. Ja, hallo Foxy. Jetzt das Wärmezentrum hier ist noch am Bauen. Achso, ich wollte ja ein... ...
eigentlich ein Forschungsinstitut bauen. Und eigentlich wollte ich hier oben... Ist das ein Wärmezentrum? Nee, woran erkenne ich die blöden Wärmezentren? Das ist total kacke. Wie sehen die denn aus? Die haben so einen komischen Turm. Das ist ein Wärmezentrum hier, oder? Ja. Und das ist ein Wärmezentrum. Das heißt, es wäre eigentlich sinnvoll... ...hier mal noch ein Wärmezentrum zu bauen. Oder hier ein Wärmezentrum zu bauen. Auch wenn das jetzt erstmal eine Investition in die Zukunft ist. Aber wir machen das mal. So, das da unten ist gleich fertig. So. Und jetzt könnten wir... Ah, hier ist ein tiefes Vorkommen, okay. Industriekomplex, dafür brauche ich 40 Wärme... Ach, und 100 Fertigbauteile. Damage. Nicht genügend Zellen, um den Bezirk abzuschließen. Ach so, jetzt müssen wir hier erstmal aufbrechen. Ah, verdammt. Okay, dann können wir auch vielleicht hier oben erstmal den Wohnbezirk bauen. Nein, dafür brauchen wir 200 Fertigbauteile. Was ist denn ein Wärmevorratszentrum? Ein Wärmevorratszentrum. Lass mich gucken, das war... Nee, du hast bestimmt ein... Das ist ein Warenvorratszentrum. Nicht ein... Das hast du, glaube ich, falsch gelesen. Das ist ein Wärmevorratszentrum. Wärmezentrum ist das und das ist ein Warenvorratszentrum. Das ist einfach nur ein Lager. So, jetzt können wir hier erstmal den Industriebezirk bauen. Ja. Und hier oben... Ach, guck mal. Ups. Wir brauchen halt diese Forschung, damit wir dieses Ding da bauen können. Hallo Tomboy. Oh hier, wir können das nächste Gesetz erlassen. So gemeinnützige Arbeit. Ein Gesetz in der Kategorie gemeinnützige Arbeit. Erforsche Bio-Abfallverflüssiger oder Biokohleabfallverflüssiger. Das machen wir gerade. Erforsche Tiefenbohrschmelzer. Da machen wir also jetzt gemeinnützige Arbeit. Dann lasst uns mal gucken. Hier, gemeinnützige Arbeit, keine Regelung festgelegt. Also, wir haben Unterstützung von Expeditionen. Alle müssen die Expedition unterstützen und ihnen bei den Reisevorbereitungen helfen. Erkundungszeit sinkt leicht. Da haben wir sogar direkt 47 Unterstützer dafür. Das unterstützen die Pilger und die Frostländer. Wir haben Stadtentwicklungsmaßnahmen. Alle müssen sich an der Produktion der Fertigbauteile beteiligen, um Erweiterung der Stadt zu unterstützen. Eine kleine Menge Prefabs, okay, das ist nicht übersetzt worden, wird im Hauptbezirk produziert. Und das Interessante ist, hier sind deutlich mehr dagegen. Das wird unterstützt von den Neulondonern und den Ordnungswahrern. Und wir haben Heizungsrohrwache. Alle sind dazu verpflichtet, die Heizungsrohre an ihrem Wohnort zu inspizieren und kleine Hitzelecks in der Stadt bei Bedarf zu reparieren.
der Wärmebedarf sinkt und das wird unterstützt von den Pilgern. Hm. Foxy, dankeschön. Tja, das ist natürlich alles ganz interessant. Am spannendsten, also obwohl die größte Zustimmung für die Expeditionen sind, finde ich die Stadtentwicklungsmaßnahmen, aber auch die Heizungsrohrwache tatsächlich sehr, sehr spannend. Akut wäre natürlich die Heizungsrohrwache ganz cool, weil dadurch der Wärmebedarf sinkt. Aber die größere Zustimmung haben wir aktuell für die Stadtentwicklungsmaßnahmen. Wobei, dadurch, dass hier auch 29 direkt dagegen stimmen, müssen wir mal schauen, ob wir hier überhaupt... Ja, hier können wir nicht verhandeln. Oh, das wird schwierig. Das wird schwierig, jetzt überhaupt ein Gesetz hier zu erlassen. Huch, nein, ich wollte hier nicht raus. Nein. Wie sieht denn das bei der Heizungsrohrwache aus? Hier können wir auch keine Verhandlungen machen. Tja, ich kann jetzt leider nicht darüber abstimmen lassen. Och, jetzt bin ich hier rausgegangen. Was ist das denn? Nein. Ich kann jetzt leider nicht darüber abstimmen lassen, welches Gesetz wir zur Abstimmung stellen. Das geht nicht. Wir müssen uns also jetzt irgendwie erstmal darauf einigen, ob wir die Stadtentwicklungsmaßnahmen oder die Heizungsrohrwache zur Abstimmung stellen. Das könnt ihr einfach mal in den Chat schreiben, was ihr da besser findet. Und dann kann ich ja gleich noch euch mit bei der Abstimmung für das jeweilige Gesetz mit dazu nehmen dann. Ich bin gespannt, welches Gesetz ihr davon jetzt besser findet. Nachdem Rallypop und Foxy sich ja erstmal über ihr Armbrotessen auslassen. Hallo Schneejäger. So, irgendeine Vorliebe, welches Gesetz ihr lieber haben wollt? Die zwei. Also die Stadtentwicklungsmaßnahmen. Ja, Foxy, dass du dagegen stimmst, war mir klar. Bin für warme Häuser und Produktion, daher Heizung. Die 2, also die 2 ist das. Oder, also wenn die 2 ist dann die Mitte. Okay, also Stadtentwicklungsmaßnahmen. Mike ist halt für Wärme, das wäre dann die 3. Okay, wenn es keinen Widerspruch gibt, dann gehen wir mal auf die Stadtentwicklungsmaßnahmen. So, dann mache ich hier mal Zuschauerrat anwerben. Mal gucken, wer da ausgewählt wird und wer da mitmachen darf. Das ist immer so ein bisschen intransparent, wer da nun mitmachen darf und wer nicht. Das wird auf jeden Fall spannend, weil das nicht klar ist, dass das Gesetz so durchgeht. So, Abstimmungsteilnehmer 2. Okay, 3. Ich bin gespannt. Das wird ja jetzt, da kommt ein bisschen Bewegung rein. Mal sehen, was bei einer Ablehnung passiert, ja. Okay, dann stelle ich das mal zur Abstimmung. So, Foxy, Rallypop und Fire Chris sind dafür. Und es geht durch, das Gesetz. So, damit kriegen wir, das Vertrauen steigt. Damit kriegen wir jetzt hier ein bisschen mehr Fertigbauteile. Das ist ziemlich praktisch. Und wir müssen dann, sobald die Forschung durch ist, diesen Bioabfall-Kohleverflüssiger
Wenn der den müssen wir da bestimmt bauen. Was ich schon mal mache, ist das Ding hier wieder aktivieren, dass wir Kohle bekommen, weil die brauchen wir, um das in Öl umzuwandeln. Hallo Durchreiche, Servus. Okay. Okay, Forderung der Frostländer erfüllt. Die Frostländer sind hoch erfreut, dass du dein Wort gehalten hast. Die sind deiner Herrschaft gegenüber jetzt positiver gestimmt und halten dich für ein rechtschaffenes Oberhaupt. Die Beziehung zur Gemeinschaft der Frostländer verbessert sich, das Vertrauen steigt. So. Und jetzt müssen wir mal gucken. Diesen. Hier, Bio-Abfall-Kohleverflüssiger. Warum kann ich den nicht bauen? Weil mir da, dafür brauche ich 200 Wärmemarken und 100 Fertigbauteile. Yo, das ist eine ganz schöne Ansage. Zumal wir ja die nächste Forschung mit dem Tiefenschmelzbohrer im Grunde auch schon anwerfen müssen. Hier. Schmelze tiefer vorkommen. Da haben wir... Okay, die Neulondoner und die Ordnungswahrer. Das kostet uns 100 Wärmemarken. Und die Baukosten sind ein Kern. Ich starte das jetzt schon mal. Hochbanane, Servus. Weil die Forschung dauert 8 Wochen. Wir haben das ja eh versprochen, dass wir das machen. So, und die bauen jetzt hier Fertigbauteile. Das heißt, wir machen jetzt 31 pro Woche. Das ist schon mal gut. Und wir machen 22 Wärmemarken. Ich würde jetzt tatsächlich mal warten, bis wir die Ressourcen zusammen haben, um diese Verflüssigungskram da zu bauen. Eine verzweifelte Mutter. Oberhaupt, eine Frau wurde verhaftet, weil sie in einen städtischen Säuglingssaal eingebrochen ist und versucht hat, ein Baby zu stehlen. Sie behauptet, es sei ihr eigenes. Es gibt keine Beweise für ihre Behauptung, da alle Neugeborenen einen neuen Namen erhalten, sobald sie von ihren Müttern getrennt werden. Sie besteht allerdings darauf und meint, ich weiß einfach, dass er es ist. Ich erkenne den Schrei. Sie wird von Leuten unterstützt, die das Gesetz für zu extrem halten. Sie finden, die gemeinschaftliche Elternschaft sollte den biologischen Eltern Besuchsrechte gewähren. Was sollen wir tun? Sie dem Gesetz nach bestrafen? Dieser Vorfall ist nur ein weiteres Argument dafür, dass Kinder von ihren biologischen Eltern geschützt werden müssen. Beziehungen verbessern sich mit Ordnungswahrern. Leiblichen Eltern Besuch erlauben. Kommunale Elternschaft steigert den Prozentsatz an aktiven Arbeitskräften weniger effektiv. Ich stelle das mal zur Abstimmung. Also es scheint, ich vermute mal, dass die Ordnungswahrer ein bisschen angepisst sein werden. Das steht aber nicht da. Von daher würde ich jetzt erstmal vermuten, dass nur die negative Auswirkung, dass die Arbeitskräfte weniger effektiv sind, aber dass das Gesetz nicht in Frage gestellt ist. Aber ich sehe schon, die Abstimmung hier ist relativ eindeutig. Ich würde mich trotzdem dafür mal interessieren, wenn die Integration das mit anzeigen würde, wie viel hier abgestimmt haben. Das würde ich immer noch ganz spannend finden. Ja, Rallypop ist dafür, Foxy ist dafür, Mike ist dafür. Gut, dann erlauben wir ihr das mal.
Okay. Nee, ich kann, also bei den Gesetzen kann ich sehen, wer abgestimmt hat. Bei diesen Abstimmungen gerade eben kann ich es nicht sehen. So, wir brauchen, wie gesagt, 200 von den Teilen. The Pilgrims offer their services as guides to all travelers. They will share their knowledge of from. Also wir gucken mal zum Dreadnought. Hier fehlt halt auch ein bisschen Wärme. Aber das könnte sich eventuell gleich lösen, wenn wir diesen Verflüssiger bauen können. Das dauert nur leider noch ein bisschen. So, jetzt. Bioabfall-Kohleverflüssiger. Bam. Das ist die Frage, wo wir den bauen. Was ist denn der größere? Ist eigentlich wurscht. Wir bauen ihn mal da. So. Forderung erfüllt. Die Beziehungen. Aber was jetzt? Forderung der Neulander erfüllt. Aha. Ich weiß zwar nicht, was wir erfüllt haben, aber wir haben auf jeden Fall was erfüllt. Ach, wir haben die Forschung fertig. Ja, nice. Jetzt müssen wir mal gucken. Erforsche und konstruiere Generator über überschüssige Injektoren. So, Kohleverflüssiger, Generatorenverbesserung. Ölpumpen. Überschussinjektoren. Das kostet 100 von den Dingern. Schaltet Generator Wärmeüberschuss frei, was alle überschüssigen Brennstoffe braucht, um die Leistung aller Bezirke um bis zu 15% zu steigern. Okay. Ja, baue einen Tiefenschmelzbohrer. Warum ist die Kohle jetzt auf 190 runtergegangen? Weil das Ding jetzt schon gebaut ist? Oder gerade gebaut wird? Die Pilger sind schon wieder angepisst über uns. So, wir brauchen aber auf jeden Fall wieder noch mehr Wohnraum hier. Deswegen baue ich hier mal noch einen Wohnbezirk. Ah, guck mal, jetzt ist das Ding fertig. Das heißt, wir können hier von der Öllieferung ein bisschen runtergehen und wir können hier die Schichten deaktivieren. Das heißt, wir können hier noch weiter runtergehen. Weil wir aktuell genügend Wärme haben. Das ist gut. Und in Neu-London haben wir jetzt tatsächlich zu wenig Material. Warum eigentlich? So, was ist hier los? Abigail, Späherin, ich kann sehen. Etwas verschwommen, aber die Ärztin sagt, es legt sich. Ich wollte wissen, wem ich mein Augenlicht verdanke. Es war wohl ein junger Bursche, der beim Ausrauben eines Gewächshauses vom Dach gestürzt ist. Nun, ich erlaube mir kein Urteil. Er hatte sicher eine Familie zu ernähren. Sobald ich entlassen werde, besuche ich sie mit ein paar Rationen im Gepäck. Das bin ich ja schuldig. Erntebeschattungen gibt den Lebenden eine zweite Chance. Ja, das hatten wir beim letzten Mal ja machen wollen. Ich glaube, das ist nicht durchgegangen, das Gesetz. So, jetzt lasst mich aber mal kurz ins Frostland gucken. Oh, Karl, gute Nacht. Und lasst uns mal schauen, wo wir die nächste Expedition... Tödlich. Tödlich.
Offenes Gefahrenstufe sicher. Dann, Entschuldigung. Boah, Hilfe. Schick mal die Leute mal dahin. So. Aber das mit dem tiefen... Ja, ich trinke was. Hm. So, hier ist ein tiefes Vorkommen. Da könnten wir jetzt einen Förderbezirk draufbauen. Und darauf dann den Tiefenschmelzbohrer, oder? Wo baut man den denn drauf? Was steht denn da? Jetzt muss ich schon mal kurz gucken hier. Um das tiefe Vorkommen zuzugreifen, ist das Gebäude Tiefenschmelzbohrer notwendig. Gefrorener Wald. Do not waste time on repair. A new model is safer than a repurposed one. Machen das mal so. Wofür verbrauche ich denn die Kerne die ganze Zeit? Könntest zu Fuß Amerika entdecken, ja, auf alle Fälle. So, und jetzt hätte ich hier gerne den Tiefenschmelzbohrer. Ha, da. Zack. Ja, geil. Da haben wir jetzt auf jeden Fall gleich genügend Material und daraus können wir dann noch mehr Waren herstellen. So, was wollen die hier oben? Das richtige Werkzeug, Oberhaupt. Einige unserer Freiwilligen im Ressourcenförderungsbereich verlangen bessere Werkzeug. Verlangen besseres Werkzeug. Nicht Werkzeug, sondern Werkzeug. Das macht vorne und hinten keinen Sinn, dass wir uns die Hände schwielig arbeiten, während die Maschinen nur darauf warten, von jemandem bedient zu werden, sagt eine Freiwillige. Viele der Vollzeit-Förderarbeitskräfte stehen der Idee kritisch gegenüber. Man muss ausgebildet werden, um die Maschinen sicher bedienen zu können. Die Ausbildung haben diese Wochenendkräfte aber nicht, sagt ein Pressluftbohr-Experte. Sollen wir die Freiwilligen das professionelle Werkzeug benutzen lassen? Profi-Ausrüstung für Freiwillige. Stadtentwicklungsmaßnahmen sorgt für mehr Fertigbauteile, aber kann Opfer fordern. Beziehungen verbessern sich mit Neulondoner und Ordnungswahrern. Oder nein, komplizierte Ausrüstung und Maschinen sollten nur von ausgebildeten Fachleuten bedient werden. Beziehungen verschlechtern sich mit Neulondoner und Ordnungswahrern. Also ich bin ja, dass sie das machen sollen. Und wenn ein paar dabei draufgehen, ist es mir eigentlich egal. Und ich, hier, komm, lasst mal abstimmen. Boys and Girls. Luna sagt nein, Foxy sagt ja. Oh oh. Oh oh. Da gibt es Unstimmigkeiten, meine Damen und Herren. Da wollen nicht alle, dass die Anfänger mit dem Profi-Zeug arbeiten. Was ist da los?
Gut, aber es ist trotzdem 75 zu 25. Zack. Und dann würde ich sagen, warten wir mal noch, bis der hier... Warten wir noch, bis der zu Ende gebaut ist. Ja, komm, das geht schnell. So, und damit haben wir die optionale Bedingung hier auch noch erfüllt. Und können uns dann beim nächsten Mal... Oh, wir haben noch irgendwo Notfallschichten aktiv, sehe ich gerade. Hier. Im Nach... Och, die müssen wir mal ausschalten. Da sterben uns gerade Leute. Wir brauchen keine Notfallschichten. Wir haben genügend zu essen. Zur Not können wir hier einfach mehr Leute reinsetzen. Zack. So, aber es ist Zeit, die Folge für heute zu beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, namentlich genannt Game One Fan, Kulle Kürtano, Rico, Carbine, Rohrblitz und Jan VG. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.